Hallo Freunde, ich habe gerade einfach die Aufnahme gestartet, ohne vors Einkaufszentrum von Prismania City gegangen zu sein, einfach um euch zu pranken. Top 10 Anime Betrayals. Nicht, weil ich es vergessen habe oder so, aber wir können jetzt auf jeden Fall einen Blattstein kaufen. Yay! Yay, yours! Und dann können wir Kraut... Dann können wir dafür sorgen, dass Kraut seine ultimative Form erreicht. Sauerkraut! Dann wird es ein arisches. Ein arisches Kraut. Warum ein arisches? Ach so, ja, Sauerkraut. Ja, doch, ja, ich hab den Witz verstanden. Ja, halt die Fresse. Ich hasse euch. Alle. Alles und jeden. Morgen bei Herrn Newstime. Herr Daro, hast seine Abonnenten? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Was? 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 Nein, ich hab euch alle lieb. Denn, 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 denn. Alter, dieser Sprite. Was zum Geier ist dieser Sprite? Das ist so ein, ah, guck dir meinen neuen Hut an. Er sieht schon fancy aus. Ah, nein, ich meine den Körper. Guck dir mal den Körper bei dem Sprite an. Der ist halt doppelt so klein. Das ist schon sehr seltsam. Ja, gut. Sollen wir zuerst das Team Rocket Hauptquartier machen oder sollen wir erstmal den nächsten Orden holen? Ah, lass erstmal das Team Rocket Hauptquartier machen. Nein, wir sind hinter uns, oder? Ja. Einfach wieso nicht? Das klingt nach einem sehr guten Plan. Muss nur noch kurz die Welt retten. Vor Team Rocket. Ja. Oh, ich liebe diese Musik. Verschwinde von dem Poster, oder ich muss... Fight me, boy! Mensch, warum will er uns noch von diesem Poster weghalten? Was könnte dieses Poster bedeuten? Was könnte auf diesem Poster geschrieben sein? Los, rate es, Wanted. Wanted, dead or alive, Team Rocket. Jeder von Team Rocket ist dead or alive wanted. Ja. Natürlich. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, weil das Radikal ist ein ziemlich niedriges Level. vielleicht hätten wir zuerst hierher kommen sollen. Keine Ahnung. Das Spiel gibt uns die Option, zuerst die Arena zu machen, dann machen wir zuerst die Arena. Außerdem. Oh, weggecrittet. Sie ist positiv. Dadurch können wir Team Rocket noch schneller besiegen. Dadurch können wir Sushi ein bisschen leveln. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Kannst du das noch lauter sagen? Oh nein. Ist da vielleicht ein Versteck? Dass hier ein Versteck ist, haben wir doch schon erfahren. Ja gut, das stimmt. Dass das sich wieder einen geheimen Keller hat. Aber schauen wir uns das Poster mal genau an. Seltsam. Hinter dem Poster ist ein Schalter. Mal sehen. Suddenly. Treppe. Oh no. In den Remakes in Feuerrot und Blattgrün ist es noch geiler, weil da so die ersten drei Teils, so 2 auf 2 da oben, dann plötzlich so eine fette Treppe erscheint. hier, schade, hier ist der Automat nicht. Da konnte man später auch in den Remakes, das war auch sehr cool, da war ein Fotoautomat, da konntest du mit deinen Team-Pokémon Fotos machen. Oh, nice. Du warst Mut, hier reinzuplatzen. Du hast Mut, mich einfach zu encountern. Warum haben eigentlich alle Team Rocket Mitglieder eine Peitsche in der Hand? Weil die auf BDSM stehen. Darius, ich wusste nicht, dass du so ein Wort in deinen Let's Plays in den Mund nehmen würdest. Ja, nein, bei den Worten ist es ja, bei sowas ist es ja mega gut, weil die von diesem Witz angesprochen sind, die wissen ja, was es bedeutet. Ja, gut. Und die nicht wissen, was es bedeutet, versteht's, die brauchen nicht. Sich da auch keinen Kopf zu machen. Google das nicht, Kinder. Nein, wirklich. Tu das nicht. Google lieber Blue Waffle. Nein. Tut das noch weniger. Wenn ihr euch entscheiden müsst, dann googelt lieber nach BDSM als nach Blue Waffle, Leute. Es gibt... Nein. Googelt einfach gar nichts. Löscht einfach Google von sämtlichen Medien und benutzt... Ja. Benutzt einfach Bing. Benutzt Bing. Löscht einfach euer Internet. Benutzt Yahoo. Juhu. Juhu. Mist, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Kannst du ganz kurz dein Handy herholen? Mein Handy ist parat, ja.
Hast du Sprach... Okay, Google. Auf welchem Level entwickelt sich Carpador? Okay, Google. Bei welchem Level entwickelt sich Carpador? Das heißt auf welchem Level und nicht bei welchem Level. Alter! Dieser Megasauger! Carpador. Vor fünf Tagen. Was vor fünf Tagen? Vor fünf Tagen wurde es aktualisiert auf der Poké-Wiki. Scheint ja richtig was abzugehen bei Carpador. Ja. Quality Pokémon! Ja, jetzt müsste recht weit oben stehen bei Poké-Wiki. Müsste da, Da? Nein, da müsste so, oh lol. Steht da irgendwo? Ah, da sind die Namen von Sprache, allgemeine Informationen. Oh, wir können tatsächlich Fun Facts über Carpador. Wusstet ihr, dass Carpador nicht nur im Englischen Magikarp, klar, das kennt man, aber im Französischen Magikarpe heißt? Magikarpe. Und im Koreanischen Ingeo King. Und sein Originalname scheint Koi King zu sein, was ich persönlich ziemlich cool finde. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Yay, wir haben ein Fluchtseil gefunden. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Ja, finde ich auch. Ich muss... Da, Level 20. Oh, Hype, Boys. Sushi ist Level 18. Ja, ready, Boys, where we droppin'. Where we droppin', Boys. Tilted Towers, let's go. Warum spielen so viele Kinder Fortnite? Weil es kostenlos ist. Nee, das ist nicht der Punkt. PUBG hatte davor ja auch denselben Hype. Ja, und gut, das stimmt. Und ich mein, PUBG hat einen ziemlichen Hype. Ich versuche mir das Phänomen folgendermaßen zu erklären. Und zwar, PUBG war ja schon ziemlich gehypt. PUBG ist auch ein gutes Spiel. PUBG habe ich recht viel gespielt, hat mir ziemlich Spaß gemacht. Dann kam Epic Games her und haben PUBG genommen. Das Ganze 1:1 kopiert, die Grafik so gemacht, dass es Kinder anzieht. Ja. Das Ganze kostenlos gemacht, dass es Kinder anzieht. Ja, aber da muss ich die kurz in Schutz nehmen, denn das Original Fortnite-Spiel hat ja die gleiche Grafik wie der Fortnite Battle Royale. Und das Original Fortnite-Spiel ist deutlich älter als der Battle Royale-Modus. Das ist richtig, aber das heißt, auch der kam nach Fortnite, nach PUBG. Bist du dir sicher? Ja. Warte, ich kann mal gucken. Jetzt google lieber nach den sicken Fun Facts. Ja, das kommt später. PUBG. Autsch, geschlagen mit meiner eigenen Peitsche. Da stehe ich drauf. Wurde am 23. März 2017. Erst? Ja. Ist PUBG so jung? Krass. Ja, wirklich. Feels old, man. Denn es war ja zu Beginn ein Koop-Survival-Spiel. Ja, genau. Das war tatsächlich ziemlich schlecht. Das habe ich auch gespielt. Ja, war fragwürdig. Ah, tatsächlich. Die erste Veröffentlichung war am 25. Juli. Ich sag doch, ja. Es ist zwar knapp. Das ist tatsächlich. Aber es ist halt. Es ist halt. Zwei Monate später. Es ist halt auf den Pub, also generell den Battle. Es gab ja schon vor PUBG Battle Royale, klar. Natürlich. Ich meine, es gab King of the Kill von H1Z1. Richtig. Und wie jeder weiß, Minecraft Hunger Games ist das einzig wahre Battle Royale Spiel. Absolut. Nein. Roblox. Battle Royale. Roblox Let's Battle go. Royale. Let's go. Ja. Es gibt ja inzwischen sogar ein Roblox Fortnite Battle Royale. Natürlich gibt es das. Warum hinterfragst du das eigentlich? Level ja, aber 29 für die Roblox-Version muss man auch wirklich Geld bezahlen. Ja, natürlich. Du musst für... Es gibt so einen dreisten Pokémon-Klon auf Roblox. Der hat nicht mal Kampfanimationen. Du musst Geld dafür bezahlen. Nee, aber es ist halt so... Es ist halt PUBG nur für die breite Masse zugänglich gemacht. Zugänglich, ja. Zugänglich, ja. Ja, klar, PUBG ist auch für die breite Masse, aber PUBG kostet halt 30 Euro. Ja. Es sagen auch viele, gut, PUBG war jetzt nicht das bugfreieste Spiel. Sieht man dann eher nicht ein, da 30 Euro für, oder 25, ich weiß nicht, aber so um den Dreh rum dann dafür zu zahlen. Ich weiß nicht, ich finde PUBG einfach, ich finde die Maps besser. Okay.
Oh, und ich mag die Grafik mehr. Außerdem, ich mag auch das Feedback, das du kriegst, wenn du einen Gegner triffst, viel mehr als bei Fortnite. Mhm. Also, du bei Fortnite. Ja, was? Ich habe ein Problem damit zu sehen, wenn ich jemanden snipe, ob ich den jetzt getroffen habe oder nicht. Ja, ich meine, bei Fortnite siehst du einfach nur so. Wenn du rechtzeitig hinsiehst, siehst du, dass irgendwo eine Zahl aufflasht. Ja, genau, und das. Ja. Was ich persönlich an PUBG besser finde, ist, dass man eben auch zu First Person wechseln kann und man eben auch wieder ADS machen kann, wovon ich ja persönlich ein riesiger Fan bin. Darum finde ich auch sämtliche Shooter-Spiele eigentlich besser als Counter-Strike, denn bei Counter-Strike kann man nur bei 3-4 Waffen ADS machen. Und ich brauch beim Großteil der Waffen einfach ADS, damit sich das ein bisschen besser anfühlt. Wisst ihr, was noch besser ist bei PUBG als bei Fortnite? Die Fahrzeuge. Das Durchschnittsalter der Fanbase ist höher als 8. Ja, das geht. Das geht. Das sind die 8-Jährigen, die sich dann halt die Kreditkarte ihrer Eltern klauen. Ja, um sich dann die Tänze zu kaufen. Ja gut, das auch, aber ansonsten klauen sie sich eben die Kreditkarte. Dann campen sie hinter Wand, stauben dich ab und tanzen auf deiner Leiche. Währenddessen Doing Your Mom von Ray William Johnson im Hintergrund läuft. Doing Your Mom, doing Your Mom. Das Originalvideo ist ja nicht mehr verfügbar. Ray William Johnson hat das Originalvideo. Ich habe gesehen, dass der regelmäßig streamt auf YouTube. Echt? Ja. What? Ja, aber das Original Doing Your Mom Musikvideo. Und der hat auch nur noch so 20.000 Klicks oder so auf den Streams. Also am Schluss das, dann. Das überrascht irgendwie nicht. Ja, finde ich schade. Also Equal 3 fand ich früher großartig. What's happening, Forum? Doch, ich mochte den früher sehr. Es war auch so mit einem meiner ersten Kontaktpunkte mit YouTube. Okay. Ich muss mal nachdenken, was einer meiner ersten Kontaktpunkte zusammen mit dem Dead Space Let's Play von Emiro. Nugget. Ja, über Dead Space hatten wir es ja schon ja. In der letzten Folge. Und ich bin noch nie in Dead Space 1 weitergekommen. Und über Emiro hatten wir es im Podcast. Stimmt. Also dem die Zukunft von YouTube Podcast, ja. Beziehungsweise von Let's Plays Podcast. Falls euch das interessiert, wie das aussieht mit der Guckt ihr euch doch mal an. Wir haben ein bisschen drüber geredet. Ja, auf jeden Fall. Ich bin bei Dead Space 1 noch nie weitergekommen als bis zu der Szene, wo man die Asteroiden abschießen muss. Was ist TM7? Das werden wir gleich sehen. Lasst es uns herausfinden. Hornbogen. Oh, shit! Boys! Ah! Jetzt stellt sich die Frage, welche Attacke du wegsnackst. Nein, eben nicht. Kein Pokémon kann Hornbohrer lernen. Oh. Hornbohrer ist eine One-Hit-K.O.-Attacke. Nice. Ja. Wäre nice, wenn sie eins meiner Pokémon lernen könnte. Aber wir kriegen noch eine One-Hit-K.O.-Attacke im regulären Playthrough. Nach dem 8. Orden. Nice. Da kriegen wir Geofissur, glaube ich. Oder bekamen wir da Erdbeben? Oder man nennt es auch Geo-Rasur, weil man mit der Attacke rasiert. Aha. Okay, das war's für heute. Tschüss. Und damit beenden wir das letzte Let's Play mit mir an Darius Seite. Und Feuerrot ist auch an der Stelle Rot ist auch an der Stelle abgebrochen. Tschüss. Ich muss irgendwas wegwerfen. Ja, tschüss. Auf jeden Fall bin ich in Dead Space 1 nie weitergekommen, bis zu der Szene, wo man mit einem Weltraumgeschütz die Asteroiden kaputt schießen muss. Ja. Damit sie nicht die Hülle kaputt machen. Das ist geil. Das Video gibt's leider auch nicht mehr. Das ist leider auch nicht mehr auf YouTube. Ich weiß nicht, vielleicht Copyright-Gründe oder so. Aber es gab so ein geiles Video, wo man meine damaligen zwei Lieblings-Let's Player, Herr DK und Emiro. Okay. Weißt du, das sind beide mittlerweile auf Twitch übergegangen. Die streamen beide nur noch. Mhm. Aber die sieht mal so im direkten Vergleich. Wie kamen wir von oben? Wir kamen von oben, ja. Geht's da unten? Kommen wir da unten rein irgendwie?
im Vergleich wie die Dead Space spielen. Weil Emero ist halt voll der Schisser. Und die eine Stelle, die mir aus diesem Video im Kopf geblieben ist, da gibt's ja immer wieder diese Leichen, die dann halt aufstehen und dich wieder angreifen. Ja. Und es ist diese eine Stelle, wo so Emero so richtig ausrastet, so, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und DK nur so im Vorbeirennen, so, nicht mit mir, zack, abgeschossen, renn weiter. kommen wir irgendwie runter, oder? Müssten eigentlich. Ja, ich meine, wenn du einfach nur geradeaus läufst, kommst du doch nach. Nach da drüben. Ah, nee, dann kommst du wieder am Anfang an. Es sei denn, du gehst jetzt zurück. Nein, hier nach. Da. Und dann hier. Yes! Got it! Jawohl, Junge! Boys! We got this, boys! Got you, we got it! Yus! Wo lang? Ah, da kommen wir noch nicht weiter. Das ist der Fahrstuhl, ne? Ja. Brauchen wir. Hier braucht man einen Schlüssel! Oh, no! Oh, Nus! Oh, no! Oh, Nase! Oh, no! Hast du eine Nase? Ja. Voldemort hat keine. Oh, no! Oh, nose. No nose. No nose. No. Ah, ich hol mir noch. Es wird aber einem bestimmten Punkt zur Notwendigkeit. Ja. Möchtest du mir eines mitbringen? Ich meine eine Milch. Richtig. Eine Milch mit Honig, damit ich danach gut schlafen kann. Denn Milch mit Honig schmeckt gut und ist bestimmt auch irgendwie gesund. Und ich weiß nicht, ob Milch mit Honig so gesund ist. Apropos Milch. Jetzt kommen hier wieder. Oh, jetzt könnte ich da wieder drüber anfangen zu reden. Da hatte ich letztens ein recht interessantes Gespräch mit einem Kollegen von mir drüber. Über Laktoseintoleranz. Ja, der normale Mensch ist ja, verliert ja die Enzyme, die die Laktose abbauen im Laufe des Lebens. Die Laktase. Richtig. Keine Ahnung. Ich bin Bio-Vierstünder. Ja, und es sind ja alles nur Mutationen, dass wir tatsächlich Milch vertragen. Wir sind quasi, ja, es ist eine genetische Mutation, die wir in uns tragen, die uns erlaubt, Milch zu trinken, und gerade in den östlichen Ländern haben eben viele die Mutation nicht. Es ist, ich glaube, in Indien ist es ein Drittel der Menschen oder so, die keine Milch trinken. Ich glaube, in Asien ist es so, ich glaube, in China oder so weit ist es sogar noch weniger. Ja. Das hängt aber eben größtenteils auch einfach damit zusammen, dass das Nationen sind, wo eigentlich keine Milch so häufig konsumiert wird. Wir sind ja eine Nation. Nee, du kannst auch anhand der Durchschnittswerte der Laktoseintoleranten kannst du frühere Völkerwanderungen nachverfolgen. Oh. Was meiner Meinung nach wahnsinnig interessant ist. Das ist natürlich wirklich äußerst interessant. Ich bin da jetzt, wie gesagt, ich habe das auch letztens nur von einem Kollegen von mir erzählt gekriegt. Ich bin da jetzt auch kein Fachmann. Aber dass man zum Beispiel in Großbritannien, da gibt es klare Grenzen, und über der Grenze sind eben mehr als 20% der Leute laktoseintolerant, und dann so 100 Kilometer weiter sind es halt nur noch 5% der Menschen, die laktoseintolerant sind. Aber wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht vertiefen, bevor ich hier irgendwas Falsches erzähle. Informiert euch selbst, Kinder, lest Bücher, Bücher sind toll. Guckt keine YouTube-Videos, weil YouTube verdummt euch. Guckt euch nur informative YouTube-Videos an. Und Herr Daro Let's Plays, weil von mir kriegt ihr auch so krasse Informationen und so Insider-Wissen. Deswegen schaut euch auch die nächste Folge an. Wir sorgen für die Anstöße, darum verpasst keine neue Folge, denn wir sorgen für weitere intellektuelle Anstöße. Richtig, deswegen hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben und abonnieren, Glocke und so weiter und so fort. Favorisieren, teilen auf eurem persönlichen Facebook. Teilt es auf sämtlichen Seiten, teilt es auf Musical.ly, teilt es auf Instagram, teilt es auf Twitter, teilt es auf Facebook, teilt es, wo es... Teilt es auf Pornhub, teilt es...
Ladet es auf Pornhub hoch. Teilt es auf der offiziellen Wacken-Website. Keine Ahnung. Ja, teilt es auf der Wacken-Website, denn wir beide werden auf Wacken sein. Wir werden tatsächlich auf Wacken sein. Macht euch bereit für einen Wacken-Vlog. Ich weiß es tatsächlich nicht. Eigentlich sollten wir das tun. Werdet ihr dann sehen. Bis dann, tschüss.